Hi, mein Name ist Peter Frahm und hier ist eine neue Frage von einem meiner Zuschauer. Hallo Herr Frahm, ich verstehe das mit diesem Beeindrucken nicht so ganz, was Sie in dem letzten Video gesagt haben. Frauen wollen doch Männer, die viele gute Eigenschaften haben, oder etwa nicht? Sie sagen doch in einem Ihrer Videos selbst, dass Selbstbewusstsein die Nummer 1 Eigenschaft ist, die Frauen bei Männern anziehend finden. Ja, klar wollen Frauen Männer, die beeindrucken, aber die wollen es nicht krampfhaft auf die Nase gebunden bekommen. Die wollen das selbst rausfinden. Und die meisten Männer sind so damit beschäftigt, Frauen zu beeindrucken, dass die Frauen überhaupt keine Chance haben, selbst rauszufinden, ob derjenige beeindruckend ist. Ja, die sagen dann einfach nur, komm, lass mich in Ruhe mit deiner Prahlerei, ich habe schon gar keinen Bock mehr, irgendwas über dich rauszufinden. Deshalb versuchen Sie nicht zu beeindrucken, sondern geben Sie der Frau die Chance, selbst interessiert zu sein. Denn Frauen wollen an Männern interessiert sein. Und die Arbeit, die sie zu einem interessanten Menschen macht, zu einem interessanten Mann oder zu einer interessanten Frau, die muss nicht ja, in Anwesenheit der Frau stattfinden oder in Anwesenheit des Mannes stattfinden, sondern das muss bei ihnen zu Hause stattfinden, mit sich selbst, indem man an sich selbst arbeitet.